this morning. Wie schön, eure wunderschönen Gesichter zu sehen heute Morgen. How many of you got to do an act of kindness yesterday? Wer hat gestern eine gute Tat getan? I saw several acts of kindnesses. People were giving around encouraging notes. Ich habe gesehen, wie ihr ermutigende Nachrichten weitergegeben habt. Offering drinks to one another. Oder einander auf ein Getränk eingeladen habt. A group of girls came up and gave Ignis and I a bar of chocolate. Und da gab es eine Mädelsgruppe, die haben uns Schokolade gegeben. That encouraged us. I mean, chocolate is always a good idea. Und das hat uns wirklich ermutigt, weil Schokolade ist doch immer eine gute Idee. So let's keep up those acts of kindness to show God's kingdom here. Also lasst uns einfach weiterhin gute Taten tun, damit Gottes Königreich hier auch sichtbar werden kann. So you've noticed something different about today. Ich glaube, euch ist aufgefallen, dass hier ein bisschen was anders ist. No guys. Keine Jungs. We get to have a special girl time today. Wir haben heute eine ganz besondere Mädelszeit zusammen. The speakers are just girls. Es werden nur Mädels sprechen. The band is all girls. Es werden nur Mädels Musik machen. The dancers are girls. Es werden nur Mädels tanzen. So let's start off this fun girl time with inviting Liana up to teach us the Lord's Prayer. Also lasst uns doch diese Mädelszeit starten und Liana hochbitten, dass sie uns den nächsten Teil vom Vater Unser beibringt. Hey girls! Hallo so. Mädels! Okay, I hope everybody remembers. Ich hoffe, ihr könnt euch noch alle erinnern. We're first gonna repeat, okay? Wir werden wieder erst wiederholen. I hope actually I remember. Ich hoffe, ich kann mich selber dran erinnern. But or else you're gonna have to help me out. Sonst müsst ihr mir einfach helfen. So here we go. We have our Father in heaven. Yes. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Woo! Good job. Sehr gut gemacht. We have the next part. Dann kommt als nächstes. It is give us our daily bread. Unser tägliches Brot gib uns heute. So what you do is you take your fingers and you do give us. Gib uns. Yeah, so give us. Then you go like this. It's like the sun rising. Or so going wie die Sonne untergeht. And bread. Cut your bread. Und das Brot, das ihr schneidet. Yeah, so we have give us our daily bread. Good. Sehr gut. It looks so cool from here. Es sieht richtig cool aus von hier oben. Okay, should we do the whole thing? Sollen wir es nochmal von vorne machen? Yes. Okay, let's go. 3, 2, 1. Told you guys to help me out. Ich hab doch gesagt, ihr sollt mir helfen. Okay, let's go. Our Father in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread. Good job, girls! Sehr gut gemacht, Mädels. Thank you. Vielen Dank. You guys are doing great with that. Ihr macht das super. So Jesus said in his prayer to us, give us this day our daily bread. Also in seinem Gebet, da sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. This verse talks about us trusting God for our daily needs. Und dieser Vers, der spricht darüber, dass wir Gott unsere täglichen Bedürfnisse anvertrauen dürfen. It's about lifting up to God our needs and trusting him to see how he's going to respond. Das bedeutet, das, was wir brauchen und das, was wir uns wünschen, dass wir das vor ihm hinlegen und ihm vertrauen, dass er diese Bedürfnisse stillen wird. As we continue to lift up to him our needs and see how he provides, then our trust in God grows. Und wenn wir immer wieder unsere Bedürfnisse vor ihm hinlegen und schauen, wie er uns versorgt, das hilft uns, ihm immer mehr zu vertrauen. But it's about more than just our needs for food. Aber es geht um so viel mehr als nur unser Bedürfnis zu essen. It's about lifting up to him our concerns, our desires, the things that are on our heart. Es bedeutet auch, ihm die Dinge hinzulegen, die uns auf dem Herzen liegen, unsere Wünsche und unsere Träume. Today's theme is called breathe. Unser Thema heute heißt breathe, atmen. Breathing is inhaling and exhaling. Atmen bedeutet einatmen und ausatmen. Every breath is a gift from God. Und jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes.
Every breath is a reminder of God's provision for us. Und jeder Atemzug, der erinnert uns daran, dass Gott uns versorgt. We want to breathe deep and trust God. Wir wollen tief einatmen und Gott vertrauen. We want to breathe out our worries and our concerns. Und wir wollen unsere Sorgen ausatmen. And replace that with trust. Und sie durch Vertrauen eintauschen. The dance team has prepared a dance for us to illustrate this. Und die Tänzerinnen, die haben für uns einen Tanz vorbereitet, der uns das nochmal veranschaulicht. So enjoy. Habt Spaß dabei. Search to find the meaning of this life, something that would fill my empty soul. Some believe a lie, choose darkness over light, but I will stand and let the whole world know.
That was beautiful. Das war wunderschön. As I was watching that dance, the words that came to my mind. Und als ich diesen Tanz zugeschaut habe, da kamen mir ein paar Worte in den Sinn. Was when Jesus said, "Come to me, all you who are weary and heavy burdened." Und ich habe an diesen Vers gedacht, wo Jesus sagt, "Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid." And I will give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. What a good God we serve. Was für ein guter Gott ist, der wir dienen. I invite you, ladies, let's stand together and let's pray to God. Lasst uns alle gemeinsam aufstehen und zu Gott beten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. You are so holy. Du bist so heilig. You are so good. Du bist so gut. You are so perfect. Du bist perfekt. Thank you that we can trust you. Danke, dass wir dir vertrauen können. And God, I just pray that you would help us to trust you more and more as we grow closer to you. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir immer mehr zu vertrauen, während wir dir näher kommen. Help us to open the door of our heart and let you into every room. Hilf uns, unsere Herzenstüren aufzumachen und dich in jeden Raum hineinzulassen. We trust you, God. Wir vertrauen dir, Gott. But we want to trust you more. Aber wir wollen dir noch mehr vertrauen. Speak to us today. Sprich heute zu uns. We're here and we're listening to you. Denn wir sind hier und wir hören dir zu. Show us more of yourself today. Zeig uns mehr von dem, wer du bist. And draw us closer to you. Und zieh uns näher zu dir. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, amen. Today we're going to look at the story of a teenage girl named Mary. Heute schauen wir uns die Geschichte an von Maria, die ein Teenagermädchen war. We find her story in the New Testament in Luke chapter 1. Und wir finden ihre Geschichte im Neuen Testament in Lukas Kapitel 1. Mary gets a surprise visit from an angel. Maria bekommt einen Überraschungsbesuch von einem Engel. And if that's not shocking enough for the poor girl. Und wenn das arme Mädchen nicht schon genug schockiert hat. The angel then tells her that she, a virgin, is going to become pregnant. Ist, dass der Engel ihr sagt, dass sie als Jungfrau schwanger werden wird. And that she's going to give birth to Jesus, the Son of the Most High God. Und dass sie Jesus, den Sohn des Höchsten, auf die Welt bringen wird. Now Mary lived in a time when being pregnant before marriage was really looked down upon. Und Maria hat in einer Zeit gelebt, wenn man damals schwanger geworden ist, ohne verheiratet zu sein, dann wurde man schief angeschaut oder sogar verachtet. By the cultural laws of her day, she could have been killed for that. Und die Regeln damals und die kulturellen Regeln waren so, dass sie sogar dafür getötet werden könnte. This was a really big deal. Also es war eine echt große Sache. The Bible tells us at first, when Mary heard this message, she was confused and disturbed. Und die Bibel sagt uns, dass als Maria diese Nachricht zum ersten Mal gehört hat, da war sie verwirrt. But by the end of her conversation with the angel, aber am Ende des Gesprächs mit dem Engel, Mary said to him, "I am the Lord's servant." Da sagt Maria zu ihm, ich bin die Dienerin des Herrn. May everything you said about me come true. Möge alles, was du über mich gesagt hast, wahr werden. Wow. That's a lot of trust. Das ist richtig großes Vertrauen. We get to discover more of her story as the chapter continues. Und während das Kapitel weitergeht, da entdecken wir mehr über ihre Geschichte. A few days after seeing the angel, Mary goes to visit her cousin. Ein paar Tage nachdem sie den Engel gesehen hat, besucht sie ihre Cousine. And she rejoices with her about this news. Und sie freut sich mit ihr über diese Neuigkeiten. We're going to read some of what she says in Luke chapter 1, verse 46 through 49. Und wir werden etwas von dem lesen, was sie dann sagt, im Lukas Kapitel 1, ab dem Vers 46. She says, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed. For the mighty one has done great things for me. Holy is his name." Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin.
Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Mary had two options before her. Maria hatte die Wahl zwischen zwei Optionen. She could choose to worry. Sie konnte sich entscheiden, sich Sorgen zu machen. And ladies, I think when it comes to worrying, we do that well. Und ich glaube, Mädels, wenn's darum geht, sich Sorgen zu machen, dann glaube ich, da sind wir richtig gut drin. How is this going to work? What are my parents going to say? Wie soll das nur werden? Was werden meine Eltern sagen? I'm engaged. I'm going to lose my future husband. Ich bin verlobt. Ich werde meinen versprochenen Ehemann verlieren. What about my reputation? What are people going to say? Was ist mit meinem Ruf? Was werden die Menschen sagen? And hello, I'm having a baby. Und hallo, ich werde ein Baby bekommen. That would have been an understandable response. Das wäre eine Antwort, die wir alle nachvollziehen könnten. But Mary didn't do that. Aber so hat Maria nicht geantwortet. She chose to worship. Sie hat sich entschieden, Gott anzubeten. Mary knew she could trust God. Maria wusste, dass sie Gott vertrauen kann. She said, "For the mighty one has done great things for me, and holy is his name." Sie hat gesagt, denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Mary knew who God was. Maria kannte Gott. She knew who God is. Sie kannte Gott, wie er war und wie er ist. And she had seen his faithfulness in the past. Und in der Vergangenheit hat sie seine Treue schon gesehen. She had built a trust in him. Sie hatte ihr Vertrauen auf ihn aufgebaut. Ladies, God is so worthy to be trusted. Und Mädels, Gott ist es so wert, ihm zu vertrauen. And he wants us to bring our worries to him. Und er möchte, dass wir ihm unsere Sorgen geben. Just like we saw in the dance today. So wie wir auch in dem Tanz gesehen haben. We can try to carry it all ourselves. Wir können versuchen, all das alleine zu tragen. Control our lives. Und unser Leben zu kontrollieren. But God is here and he's saying, I love you. Aber Gott ist hier und er sagt, ich liebe dich. Trust me. Vertrau mir. I want to carry those heavy things for you. Ich möchte diese schweren Dinge für dich tragen. And this is a growing process. Und das ist ein Prozess, der immer weiter wächst. As we grow closer to him, wenn wir ihm immer näher kommen und näher zu ihm hinwachsen, and we go daily to him with our concerns, und wir ihm täglich unsere Sorgen bringen, we see over and over how he responds. Dann sehen wir immer wieder seine Antwort, wie er auf uns reagiert. And maybe he doesn't always respond like how we expected or how we wanted. Und vielleicht ist seine Reaktion nicht immer so, wie wir das erwarten oder wie wir uns das wünschen. But we know we can trust him. Aber wir wissen, wir können ihm vertrauen. Because he will always be there with us to walk through whatever comes our way. Weil er immer da sein wird für uns und mit uns geht, was auch immer uns passiert. When we belong to him, wenn wir zu ihm gehören, he's never gonna let go of us. Dann wird er uns nie loslassen. We can learn to trust him more and more. Und so können wir lernen, ihm immer mehr zu vertrauen. I want to share with you a personal moment where I freaked out a few months ago. Ich möchte mit euch einfach einen Moment teilen, wo ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. And I didn't do what I just was talking about. Und ich habe das eben nicht gemacht, worüber ich gerade geredet habe. I was faced with a really big decision. Ich hatte eine riesige Entscheidung vor mir. And I let my worry just crowd my thoughts. Und ich hatte einfach zugelassen, dass meine Sorgen sich so in meine Gedanken reingraben. I was cranky and grouchy to other people. Ich war total schlecht gelaunt und habe irgendwelche Leute angemotzt. Like I had the weight of the world on my shoulders. Wie als ob die Last der Welt auf meinen Schultern läge. I was so worked up. I was like, oh, I should pray to God about this. Und es hat mich alles so beschäftigt, dass ich gesagt habe, ich sollte da mit Gott drüber reden. But I couldn't even think what to pray. Aber ich wusste überhaupt gar nicht, was ich beten soll. And for me not to know what to say. Und für mich, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll. To be lacking in words, that doesn't happen very often. Dass mir die Worte fehlen, das passiert nicht sehr oft. You can ask Rich, my husband. I talk all the time. Du kannst gerne meinen Mann fragen, Rich, ich rede einfach die ganze Zeit. But I went and I kneeled down. Aber ich bin hingegangen und ich habe mich hingekniet. And I thought, I said, God, help me. I don't even know how to pray right now. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich gerade beten soll. And I remembered the Lord's Prayer.
Und dann habe ich mich an das Vaterunser erinnert. Because we were getting ready to teach this to you. Weil wir uns ja auch darauf vorbereitet haben, das hier mit euch durchzusprechen. And I thought, yes, I'm going to pray through the Lord's Prayer. Und dann habe ich gesagt, ja, ich werde einfach das Vaterunser beten. And you know how in your big adventures we're asking you to make the each verse personal for you? Und du weißt, dass in deinem Big Adventure, da fragen wir dich, schreib doch das Vaterunser in deiner eigenen Version, in deiner persönlichen Version auf. That's what I did. Und genau das habe ich getan. I started off, I was like, God, my Father in heaven. Ich habe gesagt, Gott, mein Vater im Himmel. You are so near. Du bist mir so nah. You are so personal. Du bist persönlich. You know everything about me. Du weißt alles über mich. So you know this situation I'm in. Und du kennst diese Situation, in der ich mich befinde. I want to worship you because you are big and you are bigger than my problems. Ich möchte dich anbeten, denn du bist groß und du bist größer als meine Probleme. And I continued through each verse. Und so bin ich so jeden Vers durchgegangen. Following the outline that Jesus gives us. Und ich bin so da lang gegangen, so diesem Grundgerüst, was Gott uns vorgegeben hat. And God helped me find the words to express my heart to him. Und Gott hat mir geholfen, die Worte zu finden, um ihm mein Herz auszuschütten. The situation didn't immediately get better. Diese Situation hat sich nicht sofort verbessert. But I had a peace to walk through it. Aber ich hatte diesen Frieden, da durchzugehen. Ladies, we can say this verse with Mary. Mädels, und wir können diesen Vers mit Maria gemeinsam beten. That God, we have seen your faithfulness in our lives. Gott, wir haben deine Treue in unserem Leben gesehen. And your name is holy. Und dein Name ist heilig. And we can choose to place our trust in him. Und wir können uns dafür entscheiden, ihm zu vertrauen. Each moment. Jeden Moment. For each day. Jeden Tag. For the rest of our lives. Für den Rest unseres Lebens. All right, we're going to mix it up a bit. I'm going to invite up Cecile and we're going to do a game time now. Ich möchte gerne die Cecile nach oben bitten, denn wir werden gemeinsam spielen. So what time is it, girls? Genau, wir haben jetzt die Spielzeit. So we have no jingle today? Heute can we have a jingle? Kein jingle? For the game time? Okay, today we have two teams. We have Norway. Wir haben Norwegen. Give it up for Norway. Oh, and there's the jingle now. Also Norwegen spielt heute. And Switzerland. Und die Schweiz. Okay, come in front, girls. Come in the come front. Come vor das Sofa. So, there's the amazing team from so Norwegen Norway. Here. So many people. Oh, so viele Mädels. Nice. So, we have two people helping us over there, Dominic. So three of you girls, you can go there. And also then, drei Mädels können schon mal zu Dominik da hinten. And then three of you can go to Lily over there. Und die anderen drei können zu Lily gehen. Sie winkt da auch schon. And we're gonna need a little bit more space in here. So if you girls can, genau, mach mal da so ein bisschen ein. Perfect. Gang. So we're all set. The aim of the game is that you should take the sledge there, and it's a relay. Genau. Also da drüben gibt's einen Schlitten und es ist ein Staffellauf. And they're gonna have to carry some real heavy stuff. Und die müssen ziemlich schwere Dinge tragen. And they're gonna have to come and give it to the throne here. Und sie müssen es hier am Thron abladen. And they're gonna exchange one object for one heavy object. For a lighter object. Und sie werden einen schweren Gegenstand mit einem leichten Gegenstand austauschen. So, I think we're set. Sind wir bereit? Ja? Yeah? So, I don't know how we're going to do this to make it start. Wie sollen wir nun anfangen? Can we start cheering up? Lass uns doch mal ein bisschen Stimmung machen. Yeah. Ja. We have Switzerland against Norway today. Die Schweiz gegen Norwegen. 3, 2, 1, go! Hey, ladies in the forest, and calling out to you. Go down, go down. You can't go down, go down. Go down, and ihr könnt runtergehen und helfen. This is heavy stuff, guys. This is go, girls, go, girls! Go, girls!
have Switzerland coming back again. Oh, da kommt die Schweiz. There we go. There we go. Come on, can we cheer for Norway? Lass uns mal Norwegen anfeuern. So you have to keep the balloons on the sledge, right? Genau, ihr müsst die Bälle mitnehmen. You're doing amazing. Ihr macht das super. And Switzerland's coming back. Wo ist die Schweiz? Balloon is falling off. Oha, da fällt ein Ball runter. Go, 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 go. Oh, Norway's coming. Und da kommt Norwegen. Woo-hoo. You guys are doing amazing. Ihr macht das super. Good job, ladies. Put this one back a little bit, maybe. There we go. Yeah, the balloon has to stay on the sled, right? Yeah, der Ballon muss im Schlitten bleiben. Go, go, go! Right! Last round! Woo! Give it up for Switzerland! Und die Schweiz hat gewonnen! Yeah! Okay. Let's encourage Norway. They're not done. Come on, Norway, come on, Norway. Weiter, come on. Weiter. Go, 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 go. Let's cheer them up. They're getting there. They're getting there. And. Und. And. Yeah. Can we have the last one, please? Can you hand it to me? Good job. That was long. You did great. Super gemacht. So, I have to say I'm quite proud because the Swiss team won today. Also es freut mich jetzt schon, weil die Schweizer gewonnen haben. Can we cheer for them one last time? Amazing. You did great. And you can go back to your seats. Thank you. Nice work, ladies. Super gemacht, Mädels. Little bit of exercise to get us going this morning. Ein bisschen Sport heute Morgen. All right. So, I think you might have been able to catch the message we were trying to communicate here. Ich glaube, ihr habt gesehen, was wir hier damit veranschaulichen wollen. The ladies were trying to carry something really heavy. Die Mädels, die haben versucht, etwas Schweres mit sich zu tragen. And we invited them to come to the throne. Und wir haben sie eingeladen, zum Thron zu kommen and replace it with something lighter. Und gegen etwas Leichtes einzutauschen. And that's God's message for us today. Und das ist Gottes Nachricht für uns heute. Now I'm going to invite to the stage some wonderful ladies. Und ich möchte jetzt ein paar wunderbare Frauen auf die Bühne bitten, that want to share with you a personal story, die mit euch eine persönliche Geschichte teilen wollen, of how they have chose to worship instead of worry. So wie sie sich entschieden haben, Gott anzubeten, anstatt sich Sorgen zu machen. How they are continuing to choose to worship instead of worry. Und wie sie immer weiter sich entscheiden, Gott anzubeten, anstatt sich Sorgen zu machen. So we're gonna sit down on the couches here and get cozy. Also wir wollen uns mal hier hinsetzen und es uns bequem machen. We have Cecile here. You guys know Cecile. Wir haben Cecile hier. Ihr kennt sie schon. And Yara from the band. Yara aus der Band. Liana, one of our lovely dancers. Unsere wunderbare Tänzerin, Liana. And today we have a special treat. Und heute ist etwas Besonderes. You have heard Agnes talk a lot. Ihr habt mich schon viel reden hören. But we don't get to hear Agnes's heart. Aber ihr habt noch nicht so viel von meinem Herz erfahren. So today we've asked Agnes to share one of her personal stories. Und deswegen werde ich heute eine persönliche Geschichte von mir erzählen. And Sharon will be translating for her at that point. Und Sharon übersetzt für mich. So Agnes, please tell us about a time that you really chose to trust God and that you're continuing to trust him with something that was heavy on your heart. Genau, ich möchte euch auch aus einer Situation erzählen, wo ich mich entschieden habe, mir keine Sorgen zu machen, sondern Gott zu vertrauen. So, ever since I was a little girl, I wanted to be married and have kids.
Seitdem ich klein war, wollte ich heiraten und eine eigene Familie haben. And as the years went by, all my friends got boyfriends and finally got married. Und als die Jahre ins Land zogen, da haben meine Freundinnen einen Freund gefunden und dann auch geheiratet. Just not me. Aber ich nicht. And I used to worry about this a lot. Und ich habe mir darüber viele Sorgen gemacht. And then God revealed to me that I believed a lot of lies about myself. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass ich viele Lügen über mich selber geglaubt habe. Maybe there's something wrong with me. Vielleicht ist da etwas falsch mit mir. Maybe I'm not pretty enough. Vielleicht bin ich nicht schön genug. Maybe I'm not thin enough. Vielleicht bin ich nicht dünn genug. Maybe I'm too funny. Vielleicht bin ich zu lustig. Too loud. Zu laut. Too strong. Zu stark. And God encouraged me to choose to worship him and trust him with the course of my life. Und Gott hat mich ermutigt, dass ich ihn anbeten sollte und ihm vertrauen sollte mit meinem Leben. And practically that looked the following for me. Und praktisch sah das so aus für mich. I choose to be thankful for the great life that I have. Ich habe mich dafür entschieden, dankbar zu sein für das tolle Leben, das ich habe. And for all the fun things I get to do with it. Und für all die tollen Dinge, die ich tun kann. For example, be a translator at TeenStreet. Zum Beispiel eine Übersetzerin auf TeenStreet zu sein. But it also meant for me to dig into his word and to try to find what he says about me. Aber es bedeutete auch für mich, wirklich in sein Wort einzutauchen und rauszufinden, was er für mich hat. And to spend time with my father and listen to his voice. Und Zeit mit meinem Vater zu verbringen und auf seine Stimme zu hören. Because he has a lot of truth about me. Weil er hat viel Wahrheit für mich. That I am wonderfully made. Dass ich wunderbar gemacht bin. That he has a great plan for my life. Dass er einen tollen Plan für mein Leben hat. And that I am a daughter of the king. Und dass ich die Tochter des Königs bin. So I exchanged lies for truth. Also habe ich Lügen gegen Wahrheit eingetauscht. Okay, I'm also able to share my story with you. Ich kann heute auch meine Geschichte mit euch teilen. And it's actually about my dancing. Und es geht dabei um mein Tanzen. Because you may see me here all confident on stage, but I'm actually super insecure about it. Weil du siehst hier, wie ich voller Selbstvertrauen tanze, aber eigentlich fühle ich mich total unsicher. God called me to dance, but I never did a dance education. Gott hat mich berufen, Tänzerin zu sein, aber ich hatte nie eine Ausbildung. And all the dancers I work with are educated in dance. Aber alle Tänzer, mit denen ich arbeite, die haben eine tänzerische Ausbildung. So every time these insecurities come to me, saying I'm not good enough, you cannot do this. Also immer wenn diese Unsicherheit kommt und sagt, du bist nicht gut genug, du kannst es eigentlich gar nicht. That I cannot move that well, and I cannot stretch my leg up to here. Dass ich mich gar nicht so toll bewegen kann und dass mein Bein nicht so beweglich ist. And last September, I was done with it. Und letzten September, da wollte ich aufgeben. I wanted to quit dance. Ich wollte nicht mehr tanzen. Because the insecurity got so big. Weil diese Unsicherheit so groß wurde. So I poured my heart out to God. Also habe ich Gott mein Herz ausgeschüttet. And I'm a bit stubborn, so I said, God, I don't want to dance anymore. Und ich bin da ein bisschen dickköpfig und ich habe gesagt, ich will nicht mehr tanzen. But he really touched my heart. Aber er hat mein Herz berührt. And he said to look at him. Und er hat gesagt, auf ihn zu schauen. And that the only thing I had to do was worship him. Und dass das Einzige, was ich tun muss, ist, ihn anzubeten. So I said, okay. Also habe ich gesagt, okay. I will be obedient. Ich werde gehorsam sein. But I'm not gonna like it. Aber ich werde es nicht mögen. And then God touched my heart and gave me the confidence to keep on dancing. So every time I go on stage, I feel such a power. Und Gott hat mir einfach das Selbstvertrauen gegeben, weiter zu tanzen. Und immer wenn ich auf die Bühne gehe, dann fühle ich einfach diese Power. And this is a process because last week before TeenStreet. Und es ist ein Prozess, weil erst letzte Woche vor TeenStreet. I told one of the dancers, I cannot do this. I don't want to do this anymore. I can't. Da habe ich einem der Tänzer gesagt, ich kann das nicht mehr tun. Ich will nicht mehr. And these insecurities in my head got so big again. Und diese Unsicherheit in meinem Kopf, die ist wieder so groß geworden. So I started praying and worshiping. Also habe ich angefangen zu beten und Gott anzubeten. And God reminded me, I'm the one who's dancing through you. Und Gott hat mich daran erinnert, ich bin der, der durch dich tanzt. And he is the one who gave me the confidence to do this. Und er ist der, der mir das Vertrauen gibt, das zu tun. So I leave my insecurity and I get my confidence from God. Also lasse ich meine Unsicherheit hier und ich hole mir das Vertrauen von Gott. One of my biggest passions is musical theater.
Eine meiner größten Leidenschaften ist Musical. I did my high school in the theater program and in my second year I met someone. Ich habe das auch in der High School gemacht und in meinem zweiten Jahr, da habe ich jemanden getroffen. And we started to like each other. Und wir haben uns gemocht. When school started, I had the biggest opportunity to be a part in a musical. Und als die Schule angefangen hatte, hatte ich diese großartige Möglichkeit, bei einem Musical mitzumachen. And I was chosen to play the biggest role. Und ich wurde auserwählt, die Hauptrolle zu spielen. But my friend didn't like it. He didn't like theater and thought I was going to fall. Und mein Freund, der hat das nicht gut gefunden. Er mochte das alles nicht und er hat gedacht, ich werde da nicht gut daran sein. At some point, he didn't want me to do theater at all. And he kept saying bad things. Und es kam zu dem Punkt, dass er wollte, dass ich ganz aufhöre mit dem Theaterspielen und er hat schlimme Dinge zu mir gesagt. And I started to believe it. Little by little, my head just got messed up and confused. Und ich habe angefangen, das zu glauben. Und Schritt für Schritt, da war ich einfach total verwirrt. I wasn't happy and I wasn't confident, so I asked for help. Ich war nicht glücklich und ich hatte kein Selbstvertrauen. Also habe ich um Hilfe gebeten. I talked to my parents, my friends, my friends at church, my teachers. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen, mit meinen Freunden in der Kirche und meinen Lehrern. But especially God. Aber vor allem habe ich mit Gott gesprochen. I prayed a lot and one day God told me to keep going and trust him even if it meant to lose a relationship. Und an einem Tag da habe ich Gott versprochen, ihm zu vertrauen, auch wenn das bedeutet, eine Beziehung zu verlieren. So I did. Also habe ich das gemacht. I trusted God, I went up on stage and it was one of the best things I did in theater. Ich habe Gott vertraut, bin auf die Bühne gegangen, es war eins der besten Dinge, die ich je getan habe beim Theaterspielen. Sometimes God tells me to trust in him and keep going blindly, even when things get confused. Und manchmal, da bittet Gott mich, ihm zu vertrauen, auch wenn ich nicht sehen kann und wenn Dinge vielleicht unklar scheinen. After the opening night, I cried and cried for weeks and months because I lost a relationship. Nach der Premiere, da habe ich für Wochen und für Monate geheult, weil diese Beziehung zu Ende war. And he was a good person. He was just scared. Und er war eine gute Person, aber er hatte einfach Angst. But now I'm at peace because I trust God and I follow God's plan for me. Aber jetzt habe ich Frieden, weil ich Gott vertraut habe und seinem Plan für mich folge. And God's plan is bigger than anything and anyone else. Und Gottes Plan ist größer als irgendetwas oder irgendjemand. Thanks. So in June, I completed a one-year diploma in marketing and sales. Im Juni, da habe ich ein Diplom gemacht im Marketing. And as you know, at the end of any studies, you have exams. Und wie ihr bestimmt wisst, am Ende eines solchen Studiums hat man Examen. And one day when I was coming back from school, in the train from school to my home. Und an einem Tag, als ich von meiner Schule wieder nach Hause gefahren bin, im Zug, I really felt worry that was building up in my heart. Ich konnte fühlen, wie sich die Sorge so in mir aufbaut. This fear of not being enough. Diese Angst, nicht genug zu sein. And I had all these lies that were telling me that, you know, you're never gonna make it. Und ich hatte all diese Lügen in meinem Kopf, die mir gesagt haben, hey, du wirst es nie schaffen. Who do you think you are that you can suddenly study these things? Wer denkst du, dass du bist, dass du plötzlich diese Dinge da lernen kannst? And actually, like, yeah, you're no good, you're not intelligent enough. Und du bist nicht gut genug, du bist ja gar nicht klug genug. And my breath started, it became really hard to breathe. Und es fiel mir wirklich schwer zu atmen. And I had this anxiety and yeah, it was just horrible. Und ich hatte diese Angst und es war echt schrecklich für mich. When I got home, it wasn't better. Als ich nach Hause kam, da war es nicht besser. So I put on my running gears. Also habe ich meine Sportklamotten angezogen. And I just went for a run. Und bin joggen gegangen. But it was so hard because I couldn't breathe well. Und es ist mir so schwer gefallen, weil ich konnte da nicht richtig atmen. Eventually I stopped by the lake. Und dann bin ich an einem See stehen geblieben. And I was just like,
What is going on, God? Und ich habe gesagt, hey Gott, was passiert hier eigentlich gerade? And I started to be thankful for the small things in my life. Und ich habe angefangen, dankbar zu sein für die kleinen Dinge in meinem Leben. Because somehow that's all I could do right now. Weil das war das Einzige, was ich in dem Moment tun konnte. So I was thankful that I have a home. Also war ich dankbar, dass ich ein Zuhause habe. A nice mattress to sleep on. Und eine schöne Matratze, auf der ich schlafen kann. That I had nice flatmates. Dass ich wunderbare Mitbewohnerinnen hatte. That I can actually have the chance to study. Dass ich die Möglichkeit habe zu studieren. And just being thankful and then turning back to God and saying how, like, because he's taking care of me, that he's great. Und einfach dankbar zu sein, weil er sich um mich kümmert und weil er so großartig ist. And eventually I could start breathing a little better. Und dann so Stück für Stück könnte ich ein bisschen besser atmen. So I ran back home and slept. Also bin ich nach Hause gegangen und habe mich hingelegt zum Schlafen. And I'm not saying everything was okay after that. Und ich sag nicht, dass danach alles gut war. Well, the 3 weeks that I had left to study, I studied hard. Ich habe noch 3 Wochen übrig gehabt und ich habe da einfach mich hingesetzt und viel gelernt. But really, like, I could feel that my heart was at peace. Aber ich konnte diesen Frieden in meinem Herzen spüren. I didn't have this fear anymore in my heart. Und ich hatte nicht mehr diese Angst in meinem Herzen. And then I could feel sometimes the anxiety coming back. Und dann habe ich manchmal gespürt, wie diese Angst wieder gekommen ist. But when I spotted this, I was like, no, I am a child of God. Aber als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, nein, ich bin ein Kind Gottes. And he really cares about me. Und er kümmert sich um mich. And I just chose to be grateful about the things that I have in my life. Und ich habe mich entschieden, dankbar zu sein für die Dinge, die ich habe in meinem Leben. So yeah, I decided to exchange my fear. Also ich habe meine Angst. Die ist echt schwer. And I took gratitude. Und ich habe Dankbarkeit genommen. So, oh yeah, thanks. I don't know if you guys know, you girls, ladies know, but the Bible is full of promises for us. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Bibel ist voller Versprechen für uns. And there is this wonderful verse, just a bit after the Lord's Prayer, in the same chapter. Und es gibt diesen wunderbaren Vers, der kommt direkt nach dem Vater Unser. Er ist im gleichen Kapitel. It's in Matthew 6, verses 25 and 26. Das steht in Matthäus 6, im Vers 25 und 26. And it says, therefore, I tell you, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds in the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Und da steht, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist nicht der Mensch viel wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? You are worth so much. Du bist so viel wert. You are worth so much. Du bist so viel wert. You are worth a lot more than the birds that fly in the sky. Du bist so viel wichtiger als die Vögel, die am Himmel fliegen. And God really cares about you. Und Gott, dem bist du wirklich wichtig. So I really encourage you to exchange the heavy things that you have in your lives. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, dass die schweren Dinge, die du in deinem Leben hast, for the peace that God wants to give you, dass du sie nimmst und für den Frieden eintauschst, den Gott dir geben möchte. Just so you can breathe. Einfach, dass du wieder atmen kannst.
And so you can be who he planned you to be. Und dass du die sein kannst, zu der Gott dich gemacht hat. God is waiting for you. Gott wartet auf dich. He's ready for you to give him your heavy stuff. Er ist bereit dafür, dass du ihm deine schweren Dinge abgibst. So whenever the worries come back in your heart. Also immer wenn die Sorge zurückkommt in dein Herz. Just remember. Erinnere dich daran. You are worth so much. Du bist so viel wert. And as a little reminder that you are worth more than the birds. Und als kleine Erinnerung, dass du mehr wert bist als die Vögel. When you will go out, you will have the chance to pick a little bird just to remind you of these truths. Dann bekommst du am Ausgang so kleine Vögel, nur um dich daran zu erinnern, um diese Wahrheit zu glauben und mit in den Alltag reinzunehmen. So don't forget, you are worth so much. Also vergiss es nicht, du bist so viel wert. Mary chose to worship instead of worry. Maria hat sich dafür entschieden, Gott anzubeten, anstatt sich Sorgen zu machen. The ladies up here today shared with you how they are continuing to choose to worship instead of worry. Und die Ladies hier oben haben euch erzählt, wie sie sich immer wieder dafür entscheiden, Gott anzubeten, anstatt sich Sorgen zu machen. Ladies, what is weighing heavy on your heart right now? Was liegt euch heute schwer am Herzen? Maybe something came to mind as you were listening to their stories. Vielleicht ist euch was in den Sinn gekommen, als ihr den Geschichten zugehört habt. Maybe you could identify with something that one of them said. Vielleicht kannst du dich auch damit identifizieren, was eine von ihnen gesagt hat. Let's breathe deep. Lasst uns tief einatmen. And let's choose to trust our God who loves us so much. Und lasst uns dafür entscheiden, dem Gott zu vertrauen, der uns so sehr liebt.